der Kristallnarbe. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Match von League of Legends. Ja, okay. Wo bin ich? Da bin ich. Ich habe vergessen einzukaufen. So, und ich hoffe... Was? Wer geht runter? Ich weiß nicht. Ah, ja, okay. Moment, ich muss jetzt noch mal kurz das anmachen. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht mehr so fehle wie in einem letzten Match, wo ich dann blöderweise meine Ulti einfach mal so eingesetzt habe, obwohl ich das gar nicht wollte und gleich draufgegangen bin. Ja, alle viel Glück, ne? Ja, ja, super. Werde ich brauchen, wenn ich nicht so, ne? Also ich will nicht failen und ich weiß nicht, ob ich das nicht doch tue. Super, gehen alle da in den mittleren Bereich rein und ich bin der Einzige, der hier dieses Türme einnimmt. Achso, die rennen gleich nach oben. Gut. Gut, dann ist alles okay. Der Gegner hat die Raffinerie eingenommen. Der Gegner hat den Steinbruch eingenommen. Hey, Action! Machen wir das hier ein bisschen schneller. Den habe ich den ja gebufft, obwohl ich das gar nicht wollte. Doch, ich wollte es, aber das hat nichts gebracht. Jetzt bin ich natürlich alleine, das ist natürlich jetzt hier... Oder fast alleine, da oben war noch einer. Na komm, jetzt mach nochmal hier mein Wirbelding da wieder hin. Gut. Bin ich zumindest ein Tick schneller, aber das hat mir jetzt auch nichts geholfen. Wie schade. So. Ah ja, ich kann ja nichts kaufen. Erst ab 950 kann ich mir das Schwert da am Anfang kaufen. Ein Gegner wurde getötet. Wird irgendwen sollen wir reporten? Dein Team hat die Windmühle eingenommen. Wahrscheinlich wegen AFK, das ist ja wohl so der Standard. Aber... So, gucken wir mal. Alles klar. Wullibär angreifen. Ich bin nicht blöd, dass ich Wullibär nicht beim Turm angreifen soll. Das ist mir klar. Die Fähigkeit ist noch nicht so stark, dass ich die Minions noch nicht so in Massen wegrocken kann. So, meine Ulti-Fähigkeit hier beim Turm einsetzen ist auch nicht gerade so die beste Entscheidung. Deswegen werde ich das natürlich auch nicht machen. Na, hier holen wir jetzt mal hier den Heal. So, die schnetzeln sich natürlich hier durch, das ist klar. Scheiße, das war... Nein, das war scheiße! So, ich wollte irgendwie versuchen, ein bisschen da was zu machen, aber die haben mich festgehalten. Das war nicht so gut und nicht so klug. Ich dachte, da könnte ich noch was reißen, aber das hat nichts gebracht. Ein Verbündeter wurde getötet. Sie sind noch nie eingenommen. Ein Gegner wurde getötet. Okay, das ist auch gleich diese neue Champion. Der neue Champion ist ja auch gleich dabei in diesem Match. Lulu mit dem neuesten Patch reingekommen und ich weiß nicht, wie die tickt, weil die ja ganz neu ist und ich noch nie gegen sie gespielt habe und das ist das erste Mal ist.
Gegner wurde getötet. Aber bis jetzt ist sie ja noch nicht so oft bei mir aufgetreten. Die ist jetzt hier gerade da oben. Da, wo gerade der Turm neutral ist. Da ist sie nämlich. Ah, warum gehe ich da eigentlich hin zu dem Turm, wenn ich doch hier unten hingehen kann? Ching! Hey Ray, du sollst dich zurückziehen! Das Vorloch eingenommen. Terminiert. Okay, Bullybär kommt. Aber der Turm kann mir zumindest nichts mehr anhaben. So, dann komm mal her. Stell dich mal eine Ulti, du Penner. Obwohl, scheiße. Das hat nicht so geklappt. Mist, ich dachte, das hätte noch klappen können, aber nein. Da rockt Wulibär mich einfach weg. Blöd eigentlich, dass ich hier die ganzen Minions zerstöre. Ich kann euch hier einfach einen Moment mit einnehmen. Ja, wenn eben ein paar gleich runterkommen, entweder hier hin. Na, hier ist doch, guck mal, hier ist doch schon mal diese neue Lulu. Kann ich doch mal gucken, wie die hier drauf ist. Naja, so viel hält die jetzt nicht aus. Und verflüchtigt sich erstmal. Naja, zumindest habe ich dann keine so großen Gedenken, wenn ich gegen Lulu kämpfe, dass ich dann hier fail. Weil Lulu jetzt scheinbar nicht so die übermäßige, der übermäßige Champion ist, der sehr viel aushält, aber Wulibär kann sehr viel austeilen. Da habe ich Angst. Da habe ich ja schon mal eine Ulti dran verschwendet. Ich könnte es nochmal machen. Hahaha, meine Ulti. Scheiße, heil dich erstmal und heil ihn lieber weg. Ich gehe, ja. Das wird nichts bringen. Nehmen oben noch den Turm und dann sonst eben. Wir haben ja vier Türme eingenommen. Wenn einer jetzt den Gegnern wiederkommt, geht und eingenommen wird von den Gegnern, dann macht das nicht so den großen Unterschied, außer dass wir eben nicht so schnell den gegnerischen Nexus zwar Energie abziehen, aber Hauptsache, dass wir noch Energie abziehen. Der gegnerische Nexus ist noch zu 50% intakt. Weil ich jetzt da unten mal Katharina mal helfen werde. Nö, ich werde helfen. Ein Gegner wurde getötet. Kann ich hier auch die Minions alle wegrocken? Ja. Ach, jetzt stehen wir alle vor der Base bestimmt gleich und hallo, vor der Base stehen. Oder nicht? Naja, weil dann könnten sie nicht mal raus. Nochmal. Stehen wir alle hier vor der Base. Kommen bestimmt gleich alle unten raus. Ach nee, da kommt er. Da kommt der Erste. Jetzt stehen wir voll vor der Base, jetzt kommen die ja nicht mal raus, weil wir die alle attackieren und ja, nichts mehr einnehmen können. Die Ruhe vor der Schlacht. Das ist das Problem. Wir wollen oben raus natürlich, jetzt hat Wulibär das rausgeschafft, jetzt schafft der Warwick es raus unten. Und Wulibär ist wieder weg. Ja, ich glaube, langsam haben sie nicht mal so viel Zeit. Die Ruhe vor der Schlacht.
Ja, das war wirklich easy, muss ich sagen. Also. Und bumm. Ja, wirklich easy, dass wir dann alle Türme eingenommen haben, uns vor die Base alle gestellt haben und die ganzen Gegner, die dann da rauskommen, schön erstmal aufgehalten haben, so dass sie natürlich nicht aufs Spielfeld können und nicht die Türme wieder zurück einnehmen können. Das ist natürlich richtig easy gewesen. Und dann ist ein Spiel auch richtig schön zu gewinnen. Aber man muss natürlich auch so ein gegnerisches Team erwischen, mit dem man das machen kann, weil man kann das nicht wirklich mit jedem machen. Hab wirklich schon Teams erlebt, bei denen wir das mal gemacht haben und auf einmal haben sie dann doch noch das Spiel umgedreht und wir haben verloren. Das war dann schon ein bisschen ärgerlich. Aber mit dem Team konnte man das gut machen und das war sehr schön. War wirklich gutes Spiel. Und ich hoffe, dass das nächste Spiel auch so gut wird und so richtig gefailt habe ich ja nicht wirklich. Naja, also aus meiner Sicht nicht, glaube ich. Naja, wie auch immer, wir haben insgesamt gut gespielt und ich hoffe, dass das nächste Match auch so gut wird. Also bis zum nächsten Match, bis dann, tschüss.